Hallo und willkommen beim einmal eins vom Engadiner Skimarathon. Heute lüften wir mit dem Dani zusammen einen der meistgehüteten Geheimnisse, nämlich wie tut man einen Ski richtig wachsen? Dani, ist das wirklich so wichtig? Also das Allerwichtigste beim Wachsen ist, dass man einfach mal locker bleibt und nicht meint, man müsse jetzt hier beim Präparieren von dem Ski, es ging jetzt da um alles, und dass man Bedingungen vor Ort kennt. Da muss man dann noch ein bisschen Wetterschmöcker sein, um zu wissen, welchen Wachs ich muss nehmen am nächsten Tag. Also ich würde es nicht schmecken, ich würde im Internet schauen oder würde telefonieren mit jemandem, der vor Ort ist. Aber Bedingungen vor Ort und Schneebeschaffenheit ist in meinen Augen eigentlich fast das Wichtigste, um nicht zu sagen, fast ein kleines Geheimnis vom Langlaufwachsen. Dann zeig uns jetzt doch gerade, wie man das am besten macht. Also anfangen tut man ganz einfach, indem man die Belagsoberfläche einfach mal sauber reinigen mit irgendeinem Papier, dass man sie sauber ausbürsten, dass eigentlich die ganze Struktur, die man in der Belagsoberfläche hat, dass man die sauber hat. Anschliessend tut man mit Paraffinwachs, je nach Temperaturen und je nach Bedingungen vor Ort, tut man einen Paraffinaufbau machen, und man kann mit so einem Paraffinaufbau tipptopp einen Engadin Skimarathon laufen. Und du tust ja nicht nur für die Volksläufer den Ski vorbereiten in der Nähe, du machst dich auch für Profis, für die, wo es um Hundertstelsekunden geht. Und dort hast du spezielle Mittel. Turbowachs, lohnt sich das? Also lohnen, ein Ski, der super funktioniert, macht halt schon Spass, wenn man sich auf so einen Marathon vorbereitet, speziell wenn er so lang ist. Aber wenn jetzt jemand sagt, nein, eigentlich interessiert mich das gar nicht so fest und trotzdem wette ich aber einen super präparierten Ski, dann empfehle ich mir ganz einen Tag früher in Engadin, drücke den Ski dort in einem Spezialisten in die Hand, in einem Sportgeschäft, weil die kümmern sich schon Tage davor um das Ganze, und dann kann man das eigentlich für eine günstigere Variante, kann man auch eigentlich das, was alles da liegt, in einer einmaligen Investition sich kaufen, theoretisch. Dani, das hat mir jetzt schon noch Lust gemacht und auch gewundert, auch mit dem Superwachs. Weißt du was? Du kannst den Schluss machen, übernehmen, und ich mache Skitechnik. Okay, das mache ich gerne. Tschüss sagen! Also, liebe Zuseher, viel Glück am Engadin Skimarathon. Wenn ihr die Ski genau so präpariert, wie es der Mirko jetzt macht, wird das ganz eine ganz spassige Sache. Danke vielmals. Mal schauen, wenn du zuerst keinen Akku hast. Du, ja. Ich habe schon noch Akku, du hast keine Angst da. Ist gut, oder? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.